Ich will dich nicht beeinflussen, aber vielleicht magst du auch ein bisschen Star Wars machen zukünftig. Ich bin ein sehr großer Star Wars Fan. Oh, oh, okay. Ja. Sehr gut. Wieder eine Comic-Con, allerdings bin ich diesmal im Süden Deutschlands, nämlich genau in Stuttgart. Ja, man kann sagen, hier ist einiges los, ne? Hey, hier ist richtig viel los. Heftig, was hier abgeht. Ultra voll, aber ich lasse mich überraschen. Der gute Otti, der ist auch wieder dabei. Ja, genau. Otti, hast du schon Bock auf die Stars? Ja, habe ich auch. Alles klar, freut euch drauf. Ja, wir sind jetzt am Stand von Y-Food und ich bin sehr, sehr gespannt, ob dieser Pappbecher, ein Trink, eine Mahlzeit, einen vollwertigen Döner ersetzen kann. Was würdest du denken? Also der Pappbecher nicht, aber vielleicht die ganze Flasche, aber das müsste man rausfinden. Okay, finden wir es heraus. Nico, welche Sorte hast du? Ich habe Kokosnuss. Ich habe Kaffee. Moment. Also, ein Kaffee zum Kauen oder so, dickflüssiger Kaffee, kann man machen, muss man aber auch nicht. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich hau jetzt auch rein. Prost. Ich trinke den Rest. Ja. Okay, ist nicht so geil. Also, ich würde dann doch eher den Döner bevorzugen. Das Ganze schmeckt wie so eine dickflüssige Müllermilch. Ich brauch's nicht mehr. Ja, herzlich willkommen im Jurassic Park. Ja, hier ist nämlich ein ganz toller Stand. Schaut mal mit. Finde ich wirklich großartig. Wollte ich euch definitiv hier auch gezeigt haben vor Ort. Denn ihr habt hier unter anderem... hier ist es gerade ein bisschen voller. Ihr habt hier unter anderem ein Jeep. Ja, dem Film dementsprechend nachempfunden. Und ansonsten habt ihr hier auch die Hütte, ja, die wir aus dem ersten Teil natürlich auch kennen. Da hat dann auch schon der eine oder andere T-Rex einen Überfall drauf gemacht. Man sollte diese Toilette also vielleicht nicht unbedingt benutzen. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir hier auch noch einen Wärter des Jurassic Parks. Finde ich auf jeden Fall auch ziemlich klasse. Und wenn wir hier ein Stückchen weiter durchgehen, haben wir noch einen Brutkasten. Da wollen wir auch noch mal einmal drüber gehen. Ja, ich bin hier gerade am Stand von Jurassic Journey Germany und ja, hinter mir ist das Auto, das der ein oder andere auch aus dem Jurassic Park Film kennen könnte. Ich bin hier nämlich an deinem Stand. Stell dich doch einmal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Oskar Zaworski und ich bin, wie man sieht, großer Jurassic Fan und bin jetzt mit meiner Familie und Freunden hier auf der Comic-Con in Stuttgart und darf was präsentieren. Ja. Also mir ist der Stand gerade direkt ins Auge gefallen. Wirklich ganz, ganz tolle Arbeit, die ihr hier geleistet habt. Blendet euch da ein paar Sachen auf jeden Fall auch ein. Wie ist das Ganze hier tatsächlich gestartet? Wie kam die Idee dazu? Das ist im Grunde eine ganz lange Geschichte, die eigentlich nur mit dem Auto angefangen hat. Weil ich immer, wie schon erwähnt, großer Jurassic Park Fan war und auch damals schon angefangen habe, dasselbe Modell zu fahren. Das ist mein dritter Jeep in Folge. Kam immer mal die Idee, den umzubauen und meine Frau sagte, ja, okay, unsere Hochzeit stand kurz bevor und da sagte sie, du darfst den umbauen, aber es muss dann unser Hochzeitsfahrzeug sein. Und ich dachte, okay, das ist ein guter, das mache ich, sind 3 Monate, schaffe ich. Und damit fing das eigentlich an. Dann kam es dazu, dass wir im Dino Parks waren, die das Jurassic Franchise zum Thema einmal im Jahr gemacht haben. Und auf Veranstaltungen in Holland und hier und da. Und das wurde dann immer größer und größer. Und das Tor hier haben wir in den letzten 1-2 Wochen gebaut für die Veranstaltung jetzt hier. Also tatsächlich wachsen wir ständig. Ich finde es auch absolut der Wahnsinn. Auch hier mit der Hütte natürlich, wo wir wissen, da sollte man vielleicht nicht unbedingt auf die Toilette gehen. Wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Ja, das stimmt. Bei dem Wagen würde mich interessieren, ist der tatsächlich straßentauglich? Kann man damit unterwegs sein?
Das ist mein Daily Drive. Ich fahre damit zur Arbeit. Ich arbeite bei Schleich und gestalte auch Dinosaurier. Also ist das alles passend zum Thema, sage ich mal. Und ja, das ist mein Daily Drive. Also damit ist alles zugelassen und damit hoffe ich auch über die Straßen fahren. Ja, absolut beneidenswert. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir hier durch an der Stelle. Ich höre hier gerade, da habt ihr auch ein paar T-Rex-Effekte mit eingebaut, was den Sound betrifft. Wir haben keine Kosten gescheut. Den Satz kennen wir irgendwo ja. Ja, dann vielen, vielen Dank. Gerne. So, was es hier noch am Jurassic Park Stand gibt, und das ist mir als Figuren- und Statuensammler natürlich sehr ins Auge gefallen, ist, dass hier tatsächlich gerade etwas ja, gemacht wird. Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Hi, ich bin Josh, aka oder aka IngenieurFX auf Instagram. Ich bin Dino-Künstler, würde ich mich jetzt selbst mal nennen, oder auch generell Künstler von irgendwelchen Kreaturen, sonst irgendwas. Und ja. Ja, ich habe gesehen, du machst hier gerade tatsächlich einen Dino. Genau. Wie läuft das ab? Worauf muss man achten? Und für mich jetzt als wirklich als Laie, was ist das? Genau, hier haben wir ein Velociraptor-Baby aus Jurassic Park. Das wurde sogar modelliert von Oscar und Nadine. Ja, wie fängt man an? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin tatsächlich eher im Bereich Painting. Ich modelliere nicht selber. Man fängt an, also das sind ganz viele Schichten an Farben, die man hier macht. Normalerweise fange ich mit der leichtesten, also mit einer weißen Farbe an. Und dann werden irgendwelche Adern oder sowas beispielsweise gemacht, wie bei diesem hier. Und dann baue ich mich einfach hoch, bis ich dann quasi an die ganzen Strukturen des Dinosauriers immer weiter rankomme. Ja. Oder die ganzen Farbschemas, sagen wir es mal so. Und diese ganzen kleinen Details hier, die man hier sieht, wirklich in der Oberfläche, die machst du dann quasi hiermit auch zusätzlich? Auch, ja. Ich habe zum Beispiel auch hier den Brachiosaurus, der hier oben steht, gemacht. Den habe ich heute Morgen gemacht. Also das ist dann immer, das sind dann Sachen, die kommen eher gegen Ende. Normalerweise kommen erst die ganzen Grundfarben und dann gegen Ende kommen dann auch diese ganzen kleinen Scales, sag ich jetzt mal, die ganzen Linien und sowas. Und ja, das ergibt dann im Endeffekt das Gesamtbild. Richtig. Und der wird dann hier dementsprechend auch noch zusätzlich gepaintet dann? Genau, da kommen noch einige Schichten drauf. Das waren jetzt erst die Grundschichten. Ich habe jetzt gerade die Adern gemacht. Jetzt kam die erste beige Schicht drauf. Als nächstes werde ich dann das Muster drauf malen und dann kommen dann die Schichten, die dann die Haut... sag mal denn, verdammt, mir fällt das Wort nicht ein. Strukturiert? Nee, simuliert. Simuliert. Ja. Genau, genau, das wird dann dadurch kommen, wenn man verschiedene Schichten, ich male mit Translucent Farbe, also dass man durchschauen kann und dadurch hast du diesen Effekt dann, dass es aussieht, als wären es mehrere Hautschichten. Was ist so die größte Herausforderung, wenn man dann so ein Dino kreiert? Ich könnte mir jetzt vorstellen, ja, vielleicht ist es gar nicht so, aber vielleicht die Zunge so, den Mundbereich? Achso, du meinst eine bestimmte Stelle? Ja. Oh, Auge würde ich sagen, weil durch das Auge kommt der Dinosaurier letztendlich zum Leben oder die Kreatur, je nachdem, was man macht. Weil ganz oft ist es so, dass man immer noch denkt, okay, sieht ein bisschen komisch aus. Wenn das Auge dann gemacht ist und dann auch der Gloss draufkommt, dass das alles ein bisschen glänzt, dann sieht es meistens auch wirklich gut aus. Das heißt, also wenn das Auge gut ist, dann ist der Rest egal sozusagen. Also nicht egal, aber ja. Ja, sehr, sehr klasse. ja, dann vielen, vielen Dank erstmal für so eine tolle Arbeit. Also finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dankeschön. Und das ist deine Karte hier? Das ist meine Karte, genau. Genau, also die blenden wir hier definitiv einmal mit ein. Da könnt ihr das Ganze definitiv nochmal bestaunen. Und machst du auch noch andere Sachen wie Dinosaurier? Momentan nicht, aber es ist geplant. Ich mache es tatsächlich auch erst seit 3 Jahren. Ja. Ich bin auf Instagram tätig hauptsächlich. Ich habe eigentlich angefangen mit einem Jurassic Park Account. Und der ging dann langsam in das Artistische über und ich habe jetzt fest geplant, in nächster Zeit auch andere Sachen zu machen, beispielsweise auch Alien. Sehr cool, ja. Alien, definitiv auch eine schöne Sache, auch wo man sich, denke ich, künstlerisch sehr, sehr ausleben kann. Ne? Absolut, ja. Ich freue mich auch schon mega drauf. Ich habe einen lebensgroßen Alien-Kopf daheim, da freue ich mich jetzt schon drauf. Der steht schon in der Ecke und wartet auf mich. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es beobachten und ich will dich nicht beeinflussen, aber vielleicht magst du auch ein bisschen Star Wars machen zukünftig. Ich bin ein sehr großer Star Wars-Fan. Sehr gut. Ja. Ja. Star Wars ist aber sicherlich auch ein Thema, was ja, sehr verbreitet ist auf dem Markt. Ne? Absolut, ja. Also ich bin gerade in meiner Kindheit mit Star Wars und Jurassic Park, das waren so die zwei Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Sammlungstechnisch habe ich mich eher in die Richtung Dinos entwickelt, aber Star Wars ist immer noch in meinem Herz. Ich bin ein riesen Clone Wars Fan vor allem. Das war so die Serie aus meiner Kindheit. Und ich habe sogar einen Clone Trooper Helm daheim. Also ja.
Der Mann wird mir immer sympathischer. Ja. Auch ich habe einige Klone zu Hause, ja. Geil. Das wollen wir. Ja, sehr geil. Alles klar, das war hier von der Stelle und schaut definitiv dran mal vorbei. Sind. Ja, ich bin gerade am Stand der Droid Builders Germany und ja, du warst so nett und hast gesagt, ich kann mal ein bisschen was über den Stand sagen und was ihr hier so Schönes macht, stelle ich doch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Lukas, ich habe den Droiden hier selber gebaut, in meiner Garage, im Keller, in der Werkstatt und ja, ich kann euch jetzt... Da muss ich doch direkt mal einhaken. Ja. Wie ist die Idee entstanden? Ich nehme mal an, du bist erstmal ein großer Star Wars Fan. Genau. Und dann hast du gedacht so, wahrscheinlich, wenn man so einen Droiden sieht, warum nicht einfach mal selber bauen, oder? Ja, genau. Das Ganze hat mit einem 3D-Drucker angefangen und dann habe ich mir mal ein paar kleine Teile ausprobiert. Und ja, so ist dann Stück für Stück das Projekt entstanden. Ich habe mit dem Dom angefangen, weil es wird relativ oft empfohlen, wenn man da nämlich dann den Dom fertig hat, hat man was Schönes rumstehen daheim. Sieht einfach auch einzeln gut aus. Und wenn man dann keine Lust mehr hat, hat man den fertig und dann kann man immer noch weitermachen, bevor man dann irgendwie ein Bein oder so stehen hat. Ich meine, der absolute Wahnsinn ist natürlich, man muss sagen, wenn man sich das Ganze anschaut, das sieht wirklich so aus, als wäre das Ganze aus dem Film entsprungen. Da würde mich natürlich interessieren, wie lange Arbeitszeit hat das Ganze, bis es so steht, wie es jetzt hier steht? Da würde ich sagen, es war so ein Jahr aktive Arbeit, über 2 Jahre verteilt. Aber ganz genau kann man das natürlich nie sagen, weil man immer mal am Wochenende dran mehr arbeitet als an einem anderen. Also ganz grob ein Jahr. Und bringt da jeder, der so einen Droiden baut, so seine persönliche Note noch mit rein? Genau, die sind alle recht unterschiedlich. Man sieht hier einen komplett aus Aluminium. Der hier ist aus Holz und 3D-Druck. Der rote ist aus Polystyrolplatten. Also man kann auch im Wohnzimmer mit einem Cuttermesser und Kunststoffplatten sich einen R2D2 zusammenbauen. Ja, dann würde ich sagen, macht auf jeden Fall weiter so. Danke, danke. Wirklich ganz, ganz tolle Arbeit und ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Danke. Ja, ich stehe hier gerade bei den Stars und hinter mir haben wir dann den Tisch hier von Rona Mitra und die kennt man unter anderem aus Underworld und was mir hier im ersten Augenblick sehr, sehr gut gefällt, ist halt, dass ihr hier wirklich keinen abgesperrten Bereich habt oder einen Bereich, ja, der sehr weit von den Tischen ist, so wie wir es unter anderem in Dortmund kennen. Gefällt mir gut, hier hat man wirklich Fan-Nähe und man muss auch sagen, ich habe schon gehört, dass die Stars teilweise hier wirklich durch die Hallen laufen. Und da wirklich sehr, sehr nah an den Fans dran sind. So, wir sind hier gerade im Außenbereich. Grüß dich, Otti. Ja, hallo, Florian. Ja, und bei mir war es eigentlich heute geplant, dass es ein Fotoshoot gibt und ein Autogramm mit Ian McDermott, der besser bekannt ist als der Imperator aus Star Wars. Deswegen ist dieser Pullover hier kein Zufall. Ja, der hat aber leider kurzfristig abgesagt. Und ja, dann habe ich gedacht, schauen wir doch mal, was der Otti hier hat. Und der Otti hat auch ein bisschen was gesammelt an Foto und Autogramm. Nämlich unter anderem von Scott Adkins. Foto und mir signieren lassen. Super freundlich und alles. Und Autogramm jetzt nur, weil das Fotoshooting waren wir zu spät hier. Für das Christopher Lambert, der Highlander. Ja. Es kann nur einen geben. Ganz genau, es kann nur einen geben. Total nett. Und für diese Fotos zahlst du hier nichts. Die kriegst du, weil du dein Autogrammticket bezahlt hast. Kannst du dir mehrere Fotos als Vorlage aussuchen. Ja, also du sprichst hier gerade Dortmund an. In Dortmund, ja, ist es so. Obwohl du dann, wenn du ein Foto aussuchen willst, 5 Euro zahlen darfst. Ja. Und hier ist es wirklich komplett kostenfrei. Richtig. Ja, und du sagtest mir gerade vorhin auch, wenn man jetzt mal Christopher Lambert sieht und hat jetzt kein Foto gebucht, die haben das tatsächlich kein Problem damit, dass man einfach so ein Foto macht, ne? Im Handy, zack, nur nicht, ja, dass du selber drauf bist, ne? Ihn alleine, ja, geht, hat keiner was gesagt. Ja. Prima, also ist nicht wie in Dortmund sofort, stopp, alt, einpacken oder so. Nein. Man schmeißt also sich davor. Nein. Ist also ein bisschen lockerer alles hier. Ja, also könnt ihr hier am Stand hier in Stuttgart definitiv machen und dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ja, ich bin hier gerade am Stand von eBay. Ja, und wenn ihr genau hinter mir schaut, da haben wir dann tatsächlich den Held der Steine. Ja, den Mann hier im blauen Pullover. Unglaublich, wen man hier alles auf der Messe in Stuttgart trifft. Großartig. Ja,
Ja, wir sind gerade an einem Stand, wo es japanische Getränke und japanisches Essen gibt. Und ich finde das wirklich ganz süß, weil ihr habt hier auf den Dosen so verschiedene Designs aus Anime-Serien, wie zum Beispiel Sailor Moon. Und ich finde es immer ganz schön, man kauft die wahrscheinlich auch, weil man die Motive sieht. Aber wissen wir eigentlich, was da drin ist? Was da drin ist? Das ist jetzt was zu trinken mit Grapefruit. Das ist Grapefruit-Flavor alles, das ist Limo mit Sprudel und alles drin. Ja, ja, finde ich auf jeden Fall mega interessant. Ist auf jeden Fall auch ein Blickfang. Und bei manchen Sachen, da weiß man aber wirklich überhaupt nicht, was man bekommt, oder? Es kommt drauf an, was es ist. Also das sind jetzt wieder Kaubonbons und alles zum Lutschen mit verschiedenen Geschmäckern. Man muss sich da einfach nur mal ein bisschen reinlesen und gucken, dann kriegt man eigentlich schon raus, was es ist. Also, ihr merkt, hier ist eine Expertin und ja, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken. Ja, neben verschiedenen Lebensmitteln mit Anime-Charakteren drauf, gibt es aber Sachen, die uns in Europa ein bisschen vertrauter sind. So zum Beispiel hier Fanta. Ja, und da gibt es dann teilweise auch Geschmacksrichtungen, die kriegt man in Deutschland überhaupt nicht. Hier habt ihr dann auch eine kleine Beschreibung, was mit drin ist, nämlich hier in dem Fall White Peach. Und ja, es gibt natürlich noch vieles mehr. Hier haben wir dann auch was und da haben wir, ja, hier hängt dann wieder kein Zettel drauf, aber ja, auch hier wieder was ganz anderes. Das wird vermutlich irgendwas mit Traubengeschmack sein. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ja, ich bin gerade hier am Stand von Panini Comics und Leute, ich liebe es. Panini Comics hier auf einer Comic-Con, ja, das kriegt ihr tatsächlich unter anderem hier in Stuttgart. In Dortmund ist Panini leider nicht vertreten und damit leider auch weniger Comics. Und hier wollte ich euch eine kleine Auswahl präsentieren. Und das Schöne ist vor allem, ihr bekommt hier tatsächlich exklusive Cover. Die gibt es tatsächlich nur hier am Stand, hier in Stuttgart. Und das Ganze ist zum Beispiel hier limitiert auf 333 Exemplare. Ja, und hier dieses Stück hier mit Venom, das werde ich mir einmal mitnehmen. Und ja, ansonsten gibt es hier auch einiges auf jeden Fall, was man sich durchaus mal anschauen sollte. Unter anderem hier eine Reihe, die auch noch gar nicht so alt ist, nämlich die Marvels Must-Have, unter anderem mit Spider-Man dabei und definitiv hier einer meiner persönlichen Highlights in Stuttgart. Ja, hier haben wir hinter mir einer der erwähnten Spiele hier auf der Comic-Con in Stuttgart und ja, da ist auf jeden Fall Tanzerfahrung gefragt. Nico, du hast mal erzählt, du hast mal eine wilde Zeit gehabt, wo du viel getanzt hast, oder? Niemals kann ich so ein Spiel. Leute, ich hab's einfach probiert. Aber auf jeden Fall ziemlich cool, was man hier so machen kann. Ja, die Comic-Con 2023 hier in Stuttgart neigt sich langsam dem Ende. Die meisten strömen halt hier wirklich jetzt zum Ausgang. Und ja, ich will hier direkt auch auf die nächste Veranstaltung verweisen. Die findet nämlich am 23. März 2024 in Basel statt. Das ist natürlich eine tolle Veranstaltung für alle, die wirklich Marvel-Fans sind und sich für Marvel interessieren. Und ich muss sagen, die Comic-Con in Stuttgart, ja, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. War aber auch wirklich sehr, sehr gut besucht. Es wurde erst gegen Ende ein wenig leerer. Und wartet mal kurz, ich brauche noch eine zweite Meinung. Nico, komm doch mal her. ja, ich habe gerade gesagt, es war eine Veranstaltung, die sehr, sehr gut besucht war und erst gegen Ende so eigentlich sich geleert hat, dass man wirklich ein bisschen mehr von den Ständen gesehen hat. Viele meiner Aufnahmen sind tatsächlich auch erst am Ende entstanden. Wie hat dir die Comic-Con gefallen hier in Stuttgart? Also es war anfangs wirklich sehr, sehr voll, Leute. Entsprechend sehr, sehr anstrengend. Aber wie du schon sagtest, zum Ende hin hat sich das Ganze hier so ein bisschen gelockert. Man hat auf einmal dann auch gesehen, wie schön dann auch diese Messe irgendwie ist. Und vor allem die ganzen Leute hier, die Cosplayer und so weiter. Irgendwie am Ende hat es dann doch wieder mega Spaß gemacht. Ne? Ja, muss man wirklich sagen. Sehr viele Cosplays, mehr auf jeden Fall wie in Dortmund, ne? Definitiv, um Längen. Ja, du hast auch sehr viele
Fotografen gehabt. Also man stand teilweise wirklich sogar Schlange, um Cosplayer zu filmen und zu fotografieren. Das hast du so in Dortmund nicht in der Form. Ja, aber es war halt auch häufig schon lohnenswert, weil die Kostüme, die sehen halt manchmal wirklich toll aus. Ne? Ja, das auf jeden Fall zu der Comic-Con in Stuttgart. Und Otti, komm auch her. So, wir winken jetzt nochmal alle zum Abschluss hier in die Kamera. Und Grüße gehen auch raus hinter an die Kamerafrau. Und ja, ich verabschiede mich hier live aus Stuttgart. Ciao.